Herzlich willkommen zum 10. und letzten Video unseres Multi-Agenten-System-Tutorials. Damit soll dir nochmal ein Überblick gegeben werden über die bisherige Modellierung. Ich möchte dir auch ein paar Tipps noch an die Hand geben. Als erstes schauen wir zurück auf die anderen Kurse und werden dabei feststellen, dass wir vier elementare Funktionen kennengelernt haben von LSD, die dir ermöglichen, ein ziemlich mächtiges Multi-Agenten-System bereitzubasteln. Die zeige ich dir gleich im ersten Kapitel nochmal. Im zweiten Schritt möchte ich dir meine Masterarbeit vorstellen, beziehungsweise das Multi-Agenten-System, was ich in meiner Masterarbeit gemacht habe. Es soll dir als Anwendungsbeispiel dienen für eine Abschlussarbeit. Danach schauen wir uns nochmal weitere Ideen an, wo man ein Multi-Agenten-System anwenden könnte, wo es einfach sinnvoll ist, ein Multi-Agenten-System zu erstellen. All das könntest du in einer eigenen Abschlussarbeit oder in einer größeren Hausarbeit dann anwenden. Danach möchte ich dir noch ein paar Bücher vorstellen, die dir helfen könnten, in das Thema Multi-Agenten-Systeme noch tiefer einzutauchen. Und zu guter Letzt gebe ich dir noch so ein paar Tipps mit auf den Weg, mit denen du dann gut arbeiten kannst. Gut, die vier Funktionen, die ich dir vorstellen möchte, sind folgende. Das erste, was wir kennengelernt haben, das war die Equation-Funktion. Dieser Befehl ermöglicht es dir, Variablen und Parameter in deinen Source Code anzulegen und damit, naja, das ist eigentlich das Herzstück der Multi-Agenten-Simulation, weil du damit Objekte, Agenten und die Umwelt überhaupt erst definieren kannst. Diese einzelnen Objekte und Agenten stehen aber nie für sich alleine. Sie sind immer miteinander verknüpft. Und um diese Verknüpfung einzufügen, habe ich dir den V-Befehl gezeigt. Der V-Befehl ermöglicht es dir, den Wert einer Variable in eine andere Variable mit zu überführen und dann damit zu rechnen. Falls du sogar noch einen vergangenen Wert nehmen möchtest und gar nicht den aktuellen, habe ich dir den Befehl VL gezeigt. Mit diesem VL kannst du jetzt einen Zeitlag einbauen und dir damit einen älteren Wert in die Gegenwart holen und damit dann rechnen. Der dritte Befehl ist die Wenn-Dann-Funktion. Mit der Wenn-Dann-Funktion hast du die Möglichkeit, Entscheidungsstrukturen der Agenten zu definieren. Du kannst in bestimmten Situationen den Agenten sagen, wie er reagieren sollte. Damit nicht alle Agenten gleich reagieren, schließlich sind wir Menschen ja auch alle unterschiedlich, kannst du über die Parameter unterschiedliche Startwerte definieren. Und dadurch entstehen auch in gewissen Situationen unterschiedliche Entscheidungen. Das belebt die Dynamik eines solchen Multi-Agenten-Systems. Der vierte Befehl ist die Cycle-Abfrage, den haben wir zuletzt kennengelernt. Die Cycle-Abfrage ermöglicht es dir, Makrovariablen zu bilden. Diese Makrovariablen sind einmal wichtig, damit du die Ergebnisse deines Multi-Agenten-Systems überprüfen kannst. Zum anderen dient es dazu, dass die Agenten diese Makrovariablen als Entscheidungsgrundlage nehmen. Die nehmen das als Wahrnehmung ihrer Umwelt oder den Zustand der anderen Agenten wahr. Mit diesen vier Funktionen habe ich dir bereits vier mächtige Instrumente gezeigt, mit denen du ein gutes Multi-Agenten-System bauen kannst. Es gibt auch viele weitere, die du dann in der Dokumentation von Marco Valente findest oder vielleicht auch Hinweise in den Lehrbüchern. Euer Multi-Agenten-System könnt ihr für eine größere Hausarbeit oder für eine Abschlussarbeit nutzen. Um einmal zu sehen, wie das Ganze dann aussieht, wenn das für eine Abschlussarbeit verwendet ist, zeige ich euch hier einmal das Multi-Agenten-System, was ich für meine Masterarbeit entwickelt habe. Das ist, wie bereits vorher schon mal erwähnt, im Rahmen des Incent2-Forschungsprojektes entstanden. Und ihr seht hier, dass ich mir auch eine Gliederung aufgebaut habe mit den Kommentaren und auch hier mit kleinen Formatierungen den Überblick gewahrt habe, dass das Ganze ein bisschen einfacher ist. Auch das würde ich euch empfehlen, weil das dann bei einem längeren Quellcode einfach doch sehr unübersichtlich wird. Und wie lang das werden kann, das seht ihr hier auch. Diese Equation T kennt ihr, auch diese Equation Anzahl Stromkunden. Auch der Strompreis sieht ähnlich aus. Und dann kommen allerdings eine ganze Menge mehr Formeln. Das hier sieht auf den ersten Blick erschreckend aus, ist aber auf diese Art und Weise notwendig, um zum Beispiel Rechnungsintervalle festzulegen, wo dann einfach gewisse Zeitintervalle eingehalten werden und das Ganze ist dann wieder parametrisiert, sodass ich den Zeitintervall verändern kann. Ob ich jetzt eine Rechnung alle 3, alle 2 oder alle 7 Monate ausstellen will, ist dann in dieser Form dann egal.
Das ist relativ viel Tipparbeit, aber sowas habt ihr dann ja auch nach einmal erledigt. Ja, und wie ihr seht, es sind halt einfach relativ viele. Aber es sind viele Befehle, die ihr auch einfach kennt. Also es ist nichts wirklich Kompliziertes mit dabei. Und das Ganze hat sich dann historisch entwickelt. Stück für Stück hat sich das dann aufgebaut. Und ja, so könnt ihr dann eure Multi-Agenten-Simulation immer länger werden lassen und umfangreicher. Und damit sind wir da auch am Ende der Simulation angekommen. Jetzt habe ich mal das Ganze zusammengefügt und wir sind jetzt hier bei dem Model Browser angekommen. Und auch das sieht jetzt ziemlich ähnlich aus. Auch da haben wir jetzt einen Strommarkt und 1000 Stromkunden. Und wenn wir jetzt darauf gehen, sehen wir jetzt einfach ein paar mehr Werte. Das sind jetzt alles diese Makrovariablen, die dann eben auf der Strommarktebene angelegt sind. Und dahinter kommen dann die Strommarktwerte, die Stromkundenwerte, die dann halt auch ein paar mehr sind. Aber eigentlich ziemlich genauso, wie wir das vorher auch in den anderen Tutorials gemacht haben. Auch bei den Initial Values sind es halt dann jetzt ein paar mehr, die dann dabei stehen. Vieles davon sind dann eben Ergebnisse aus der Befragung oder dann eben aus Laborexperimenten, die dann übertragen worden sind oder dann eben vom Statistischen Bundesamt an Daten dann eben kommen und dann so dann eben darauf transferiert worden sind. Ich habe jetzt die Simulation ein bisschen laufen lassen. Das dauert ein bisschen länger. Hier seht ihr einmal den Runtime-Plot, wo dann der Stromverbrauch aller Agenten dargestellt werden. Das ist natürlich so sehr unübersichtlich. Das war ja schon bei unserem Modell, was wir zusammengebaut haben, unübersichtlich. Und deswegen gehen wir jetzt nochmal einmal kurz in die Analysis of Results und suchen uns mal einzelne Akteure raus. Auf diesem Plot seht ihr jetzt den Stromverbrauch einiger ausgewählter Agenten. Und ihr seht total unterschiedliches Verhalten. Insgesamt schon ein Trend dazu, dass jeder jetzt weniger Strom verbraucht. Das ist mit dabei. Der erste Schritt ist immer noch ein bisschen radikaler, weil dort dann auch erstmal das System sich anpasst, einen Anpassungsmodus dann eben noch hat und danach dann eben wirklich die Simulation dann läuft. Aber dennoch, man sieht, dass der Stromverbrauch bei vielen sinkt, wie hier bei den dunkelblauen, immer in kleinen Schritten. Und hier zum Schluss hat er dann wieder so einen kleinen Sprung, wo er nach oben geht. Aber insgesamt hat er schon angefangen, Strom zu sparen. Und all das sind jetzt eben Ergebnisse, die man gut analysieren kann. Darüber hinaus kann man ja noch unterschiedliche Simulationsläufe vergleichen. Und die Ergebnisse zeige ich euch auch eben schnell. Bei meinem Multi-Agenten-System habe ich jetzt mehrere unterschiedliche Simulationsläufe miteinander verglichen. Insgesamt habe ich 30 unterschiedliche Simulationsläufe verwendet. Das soll euch einfach nochmal als Beispiel dienen, wie man diese Simulationsläufe dann tatsächlich untereinander dann vergleichen kann. Ich habe unterschiedliche Ebenen dieser Vergleiche eingeführt. Das eine ist, dass ich einfach mal unterschiedliche Preise getestet habe. Ich habe das Ganze einmal mit einem linear steigenden Preis gemacht, ich habe das Ganze mit einem exponentiell steigenden und dann mit einem fixen Preis gemacht. So kann man dann den Einfluss des Preises auf die Simulation selbst und damit auf das Verhalten der anderen Akteure wiederum dann interpretieren. Dann gibt es unterschiedliche Rechnungen, die ich mit reingegeben habe. Ich habe dann welche mit einem sozialen Vergleich, mit einer Zielsetzung, mit einer Zielsetzung mit Anreiz, also unterschiedliche Typen verwendet. Und ich habe dann auch noch einen Modus verwendet, wo alle Rechnungen verwendet werden und dann zufällig zugeteilt werden, beziehungsweise ein Verbesserungsalgorithmus hintersteht, dass dann die Rechnungen, die gut bei einem Agenten funktionieren, dann auch bei diesen Agenten bleiben und wenn eine Rechnung nicht gut funktioniert, dann mit einer anderen zufällig dann ersetzt wird. Dann habe ich noch Zeitintervalle verändert. Also mal geguckt, was passiert, wenn man eine Stromrechnung mal alle 3 Monate zuteilt oder alle 12 Monate zuteilt. Man braucht immer ein Baseline-Szenario, um die untereinander vergleichen zu können. Und das sind die jetzt markierten Felder, die ich dort gewählt habe. Hier könnt ihr ein paar Ergebnisse meiner Simulation sehen. Das sind jetzt die aggregierten Werte aller Stromkunden über alle Zeitschritte und ihr seht hier den Stromverbrauch abgebildet. Und das in den unterschiedlichen Simulationsläufen mit den unterschiedlichen Rechnungstypen, mit den unterschiedlichen Preismodellen. Und das alles jetzt bei einer Jahresabrechnung. Und das Gleiche haben wir auch nochmal bei der Quartalsrechnung. Auf die Ergebnisse selbst will ich jetzt nicht so sehr eingehen, aber ihr seht einfach, dass dort unterschiedliche Stromverbräuche nun gemessen worden sind bei den unterschiedlichen Rechnungstypen, bei unterschiedlichen Zeiten und unterschiedlichen Strommodellen und all das ist dann jetzt ein Ergebnis eines solchen Multi-Agenten-Systems. Und daraus kann man nun Wissen generieren.
Man kann jetzt herauslesen, dass tatsächlich eine häufige Rechnungslegung ein effizienter Weg ist, den Stromverbrauch zu senken, gerade wenn er gekoppelt ist mit einem sozialen Vergleich oder mit einer Zielsetzung mit finanziellen Anreiz. Das sind alles so Ergebnisse, die dann in so einem Multi-Agenten-System rauskommen können. Dann sieht man immer noch die einzelnen Geschichten der Agenten. Das ist jetzt eine ausgewählte Sammlung von einzelnen Stromverbräuchen der Agenten. Das haben wir vorhin schon mal einmal ganz grob gesehen und hier ist das nochmal ein bisschen genauer dann aufgeschlüsselt. Und auch da sieht man diese unterschiedlichen Kurvenverläufe und kann jetzt Typen von Agenten identifizieren, die unterschiedlich auf die Rechnung reagieren. Multi-Agenten-Systeme werden in unterschiedlichen Wissenschaften verwendet. So zum Beispiel in der Medizin für den Verlauf einer Krankheit, in den Politikwissenschaften, in den Systemwissenschaften, in den Umweltwissenschaften macht es Sinn und natürlich auch in den Wirtschaftswissenschaften. Bei den Wirtschaftswissenschaften können wir damit Konsumenten, Unternehmen, aber auch staatliche Akteure modellieren. Bei all diesen drei Akteursgruppen ist es hilfreich, auf die Erkenntnisse der Verhaltensökonomik zu gucken. Schließlich modellieren wir mit Multi-Agenten-Systemen häufig Entscheidungsprozesse und diese Entscheidungsprozesse können nun mit dem Wissen aus der Verhaltensökonomik besser dargestellt werden. So kann zum Beispiel mit reingebaut werden, dass die Mehrheit unseres Handelns auf Routinehandlungen basiert und wir gar nicht mehr bewusst darüber nachdenken. Es können Emotionen mit in den Entscheidungsprozess mit eingebaut werden. Man kann die beschränkte Rationalität verwenden. Man könnte die Prospect Theory versuchen anzuwenden. Man kann auch das Nelson-Winter-Modell wählen. Das Nelson-Winter-Modell ist sogar von Marco Valente bei LSD bereits mitgeliefert. In den Beispieldateien findet ihr das. Und ihr könnt das dann verwenden, um darauf dann euer Multi-Agenten-System aufzubauen, wenn ihr das dann korrekt zitiert. Bei Unternehmen und bei staatlichen Akteuren kann man vor allem den Fokus darauf legen, dass diese nun aus vielen kleinen einzelnen Einheiten bestehen. Ein Unternehmen besteht ja aus mehreren Angestellten, die alle vielleicht auch eigene Präferenzen oder Interessenbeschränkungen haben und der Unternehmenserfolg dann als Ergebnis aus der Zusammenarbeit dieser Einzelakteure ist. Und all das kann dann bei einem Multi-Agenten-System modelliert werden und bietet so eine sinnvolle Erweiterung für die BWL. All diese unterschiedlichen Bereiche kann man nun in unterschiedliche Forschungsbereiche anwenden, zum Beispiel in der Umweltpolitik, bei Mobilitätsverhalten, in der Energienutzung. Ihr könntet einen Strommarkt damit modellieren, ihr könnt einen Finanzmarkt damit modellieren, ihr könnt das Innovationsverhalten von Unternehmen genauer untersuchen und so viele unterschiedliche Bereiche mit einem Multi-Agenten-System analysieren. Euch hilft bestimmt dabei, wenn man mal auf die Homepage von Marco Valente geht. Dort gibt es unterschiedliche Veröffentlichungen, die LSD verwenden. Vielleicht sind dort auch hilfreiche Tipps schon dabei, wenn ihr euch mal die Source Codes dann dort anguckt. Denkt daran, dass ihr auch Source Code immer zitieren müsst, wenn dieser bereits veröffentlicht ist in einer anderen Veröffentlichung. Wenn euch das Thema gefallen hat und ihr jetzt weiter in das Thema Multi-Agenten-Systeme einsteigen wollt, habe ich hier noch ein paar Literaturempfehlungen für euch. Das eine ist ein Buch von Professor Beckenbach selbst. Dieses Buch ist eigentlich nicht so sehr über Multi-Agenten-Systeme, sondern hat einen viel weiter gefassten Kontext. Aber auch darin werden Multi-Agenten-Systeme mit thematisiert und die Definition, die wir in unserer Theorie-Tutorial mit erfahren haben, stammt aus diesem Buch. Ein weiteres Buch, was ich bei der Vorbereitung auch viel verwendet habe, ist Multi-Agenten-Systeme von Wooldridge. Dieses Buch ist relativ einfach geschrieben und bietet einen guten Überblick, auch wenn es nicht mehr das Neueste ist. Vom Alter her gilt das Gleiche auch für dieses Buch von Färber. Färber ist viel zitiert bei Multi-Agenten-Systemen. Es ist wohl sowas wie ein Standardwerk. Ihr seht auch, es ist ziemlich dick. Da sind ziemlich viele Informationen drin. Ihr findet dort eigentlich alles bei. Das ist natürlich nicht ganz so gut geeignet für Anfänger, um jetzt einen ganz schnellen Überblick zu bekommen. Da kann man sich vor allem tiefer drin einlesen. Didaktisch ein bisschen schöner ist dieses Buch von Gilbert und Troitsch. Das Buch ist jetzt nicht speziell für Wirtschaftswissenschaften gemacht, sondern für Social Scientist, bietet aber tatsächlich einen schönen einfachen Einstieg in die ganze Thematik.
Es kommt jetzt auch noch ein neues Buch von Gilbert raus, was jetzt speziell für Wirtschaftswissenschaftler konzipiert ist. Das Buch ist doch bereits bestellt und wird im Januar 2016 rauskommen und dann auch in unserer Universitätsbibliothek der Uni Kassel dann zur Verfügung stehen. Zum Abschluss habe ich noch einige Tipps. Überprüf zunächst erstmal, bevor du mit einem Multiagentensystem anfängst, die Datenlage. Schließlich brauchst du auch für das Multiagentensystem zur Bestimmung der Parameter gute Daten. Die bekommst du zum Teil vom Statistischen Bundesamt. Wenn du aber dann eher auf Befragungen dann oder Experimente angewiesen bist, gucke, was für Veröffentlichungen es in dem Bereich schon gibt, ob man dort vielleicht mit den Autoren auch sprechen kann, um an die kompletten Daten zu kommen. Sinnvoll mag es vielleicht auch sein, zu gucken, welche Forschungsprojekte an der Uni Kassel in den Forschungsbereichen laufen. Vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, dort sich anzuschließen oder ein Multiagentensystem ergänzend zu einem Forschungsprojekt zu machen. Oder aber ihr verwendet ein Forschungsprojekt, was bereits abgeschlossen ist und macht einfach nachträglich ein Multiagentensystem dazu oder baut auf einen Mast von einem anderen Studierenden oder wissenschaftlichen Mitarbeiter auf und erweitert dies nur. All das sind Möglichkeiten, um gut einzusteigen. Wenn die Datenlage nicht gut aussieht, habt ihr zusätzlich zu der Programmierung des Multiagentensystems noch die Aufgabe, die Daten zu sammeln und zu erheben. Und das macht das Ganze doch schon sehr umfangreich. Der zweite Tipp ist KIST, Keep It Simple Stupid. Das gilt gerade auch für Multiagentensysteme. Es ist viel einfacher, ein hochkomplexes Multiagentensystem vorher im Kopf sich auszudenken, um möglichst realitätsnah zu sein, sich zu überlegen, wo überall jetzt unterschiedliche Einflussfaktoren herkommen. Viel schwieriger ist es hingegen, tatsächlich den Kernprozess zu identifizieren, der zu eurer Forschungsfrage passt. Reduziert dort radikal auf diesen Kernprozess und stellt den erstmal in dem Multiagentensystem dar. Nachträglich könnt ihr immer noch zusätzliche Erweiterungen anbauen und dann ja auch gucken, wie sich die Ergebnisse Stück für Stück damit verändern. Vielleicht gewinnt man gerade daraus ja auch neue Erkenntnisse. Denkt auch daran, dass es nicht reicht, es einfach nur zu programmieren und vielleicht anschließend nochmal Auswertungen daraus zu machen. Ihr müsst das Ganze ja auch nochmal vorstellen. Ihr müsst das Ganze erklären, mit einer guten Theorie untermauern und das Ganze dann in eurer Arbeit dann verschriftlichen. All das ist nicht wenig Arbeit. Also auch da ist es klug, erst leicht anzufangen und dann versuchen, immer weiter das Komplizierte aufzubauen. Der nächste Tipp ist, wenn euch das ganze Thema gefallen hat, könnt ihr auch bei YouTube nach weiteren Kursen gucken, gerade wenn euch dieses Format dann eben auch gefallen hat. Ihr findet dort dann auch Videos zu anderen Software. Vielleicht ist dann eine dabei, die euch mehr gefällt noch als LSD. Es gibt auch weitere Theoriekurse dort, wo dann noch genauer in die Theorie von Multiagentensystemen eingegangen wird. Zu guter Letzt bleibt mir nur noch zu sagen, Dankeschön fürs Angucken. Super, dass du bis zum Schluss noch da geblieben bist. Ich hoffe, dass es dir auch gefallen hat. Und ich verabschiede mich an dieser Stelle. Tschüss!